So, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15, Capitolo Numero 12? Keine Ahnung, was das auf Latein heißt. So. Ein bedauerlicher Unfall. Erblindet? Ja. So gut wie. War wohl ein harter Kampf, was? Tut mir leid. Tut dir gar nicht leid. Lüg nicht. Oh, Baby tut weinen. Alles wird wieder gut. Hat wenigstens erklärt, schon ich mag in der Schule was zum Erzählen. Ja, Kumpels hier und so, nice. Ich finde das irgendwie geil gemacht. Das ist eine hochtechnische Einheit. Und die rennt mit so einer altertümlichen Ritterrüstung umeinander. Ich finde einfach der Mix voll geil. Schaut euch das Sturmgewehr mit dem Trommelmagazin. Mit dem imperialen Logo sogar drauf. Voll geil gemacht. Was denn? Ich finde das einfach. Mir gefällt sowas. Das ist einfach so ein toller Mix. Der eigentlich in der Realität nie vorkommt. Aber es passt einfach voll super zusammen, wenn ihr mich fragt. Voll cool. Wollt ihr einfach mal gesehen haben. Da geht's in Dialog. Diese verdammten Niffen. Scheiß nur, Lüter. Ich bin Arzt. Gerade ein Zug vor, der uns alle nach Altissia bringen kann. Ein Glück. Ich dachte schon, wir sitzen hier fest. Hä? Wir kommen doch vor Altissia. Was? Egal. Die Menschen wissen, was sie tun. Hey, Kollegas! Yo, what's up? Sind alle so ruhig und still? Keiner sieht was. Für die trostlose Gegend. Sag mal, ihr wart doch zu viert, oder? Ja, allerdings. Es gab da einen kleinen Zwischenfall. Ist er tot? Wissen wir nicht. Dann guck nicht so trüb aus der Wäsche. Kopf hoch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Kritisier mich nicht mit meiner Wäsche. Soll ich mal anfangen, deine Wäsche zum kritisieren, hä? Habt ihr Tenebrae angegriffen? Nein, das war das Imperium mit seinen Siechern. Dein Auftraggeber also? Bis gestern, ja. Ich und meine Jungs, wir sind zum Katastrophenschutz gewechselt. Allesamt. Du hattest gesagt, dass ihr hier Hilfe leistet. Wir hätten da eine Bitte. Und zwar? So wie die Dinge stehen, können wir die Zivilisten nicht länger mitreisen lassen. Wer weiß, was uns noch bevorsteht. Verstehe. Lasst sie hier. Ich passe auf sie auf. Aber wer fährt dann den Zug? Ich. Guter Einwand. Ich fahre den Zug. Ja. Kennst du jemanden? Allerdings. Oh, ich. Zwei alte Hallo. Bekannte. Hallo? Oh Gott, die ist schon Biggs und Wedge, hier. Dahinter stand sie. Zwei alte Bekannte, die kennen wir aus jedem anderen Final Fantasy, Biggs und Wedge. Eure Zugführer. Biggs und Wedge. Die Jungs sind hart im Nehmen, also keine Angst. Ah, lange nicht gesehen. Und, was liegt an? Eine heitere Zugfahrt nach Gralaer. Ah. Na, wen soll ich denn sonst bitten? Hast ja recht. Okidoki. Danke. Ohne euch wären wir aufgeschmissen. Nicht der Rede wert. Der schaut aus wie ein SS-Offizier. Heil, mein Führer. Erwarte Befehle und so. Bevor wir da nachquatschen, schauen wir mal weiter. Da geht's sicher noch. Geht's hier noch weiter. Dahinter liegt irgendwas. Wow, was ist das für ein geiles Viech, Mann. Was geht hier? Ich will das Ding jetzt klauen und wegfliegen. Oder rennen, je nachdem, was das kann. Geronimo! Shit, das geht nicht. Ich reite los auf meinem Chocobo. Aha, da gibt's eine Führerstelle.
maximale Feuerkapazität erreicht. Maximum Fire. Fireman. Dann also mal an, da liegt auch noch was. Himmelssphäre. Für was brauchen wir das? Kein Eis? Ich will Eis. Eis haben wir noch nicht voll. Geronimo! Das geht immer noch nicht. Alter, der hat sich auch was traut, wenn ihr daher parkt. Eiskalter Pilot. Aber das rote Dropship ist geil, Mann. Von eurer Nähe. Das gefällt mir, das will ich klauen. Ich warp mich schnell an Bord und klaue es einfach. So, Bixi. Wedgie. Alles klar. Mein Führer. Danke, dass ihr uns fahrt. Dankt uns, wenn wir da sind. Wird sicher kein gemütlicher Ausflug. Ja, besonders in der Schlucht. Arschkalt ist es da. Geht direkt am Grab der Eisgöttin Shiva vorbei. Alles Mögliche kann da passieren. Zieht euch besser warm an. Schon mit der Dame aus dem Palast gesprochen? Die sollte hier irgendwo rumhängen. Eine Dienerin der Flores. Wollte mit dir sprechen, meinte sie. Mit mir? Okay, ich geh mal zu ihr. Danke, Bix. Mit der Diener... Hey, da war ich doch gerade hinter. Hey, Wedgie. Rede mit mir. Ihr habt dem Imperium also den Rücken gekehrt? Ja. Als Teil der Armee konnten wir den Leuten nicht helfen. Und Lady A hatte vom Imperium eh genug. Lady A? Wer wohl? Commodore Aranea. Ah. Ganz Gralea voller Sicher. Und der Kristall wird auch nicht genutzt. So hatte sich das keiner von uns vorgestellt. Was ist mit den Zivilisten? Haben sich in ihren Häusern verschanzt. Entweder mucksmäuschenstill oder einfach schon mausetot. Wer weiß das schon? Erinnert mir 1943. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Los, Wedge! 1942 sind die Zustände und eure Uniformen passen super dazu, wollt ihr mal gesehen haben. Da ist ja die Dienerin. Dahinter. Meido, Meido, Meido no Miyage. Seid ihr es etwa wirklich, Prinz Noctis? Ja, warum fragst du? Dass wir uns noch einmal sehen. Maria. Ich kann es gar nicht glauben, wie groß ihr geworden seid. Ich bin Maria, die Dienerin des Hauses Fleuret. Könnt ihr euch vielleicht noch an mich erinnern? Ja, Mann, ich kenne dich aus dem Film. Nicht wirklich. Tut mir leid. Nicht doch. Viel wichtiger, ich habe eine Nachricht für euch. Schieß los. Sagt mir, Prinz Noctis, ist es der Prinzessin gelungen, euch den Ring der luzischen Könige zu übergeben? Ja. Oh, welche Erleichterung. Das wird auch Ravus zutiefst erfreuen. Wieso das? Ich glaub schon nur du. Erwürge sie. Bitte gib Noctis diesen Ring von mir. Ich schaffe es nicht. Mein Körper gehorcht mir nicht länger. Gut. Das kann ich nicht, Luna. Denn du musst das selbst tun. Es ist deine Bestimmung, den König mit diesem Ring zu erwecken, Luna Freya. Gib jetzt nicht auf. Ob mir das gelingen wird. Auf wessen Seite staut der Ravus eigentlich? Sie checkt so gerade voll nichts. Es muss, Luna Freya.
Du musst an dich glauben. Finde Noctis. Und offenbare ihm, was du in deinem Herzen trägst. Jetzt erwürg sie. Prinz Noctis, werdet ihr nach Gralea reisen? Ja. Es war Ravus Wunsch, euch persönlich das Schwert eures hochverehrten Vaters Regis auszuhändigen. Ich hoffe sehr, euch ist noch ein Treffen vergönnt. Dafür werde ich sorgen. Keine Angst. Habt vielen Dank. Ja, hat er jetzt Zita gewechselt oder ist das alle nur ein Farce? Farce stößt nach Strich und Faden oder meint das ernst? Ich vertraue ja keinem. Sobald ihn sie ein Hack haben, sind sie andere Arme auch noch ab. Und du hast nichts gehört, hast gehört? Halt, Mann. Oh Mann. Was laufe ich für ein Dreck? Vergessens, was ich gesagt habe, das habe ich nicht gesehen. Und das habe ich auch nicht auf Video, das ist jetzt auch nicht drauf. Mann, war das peinlich. Ja, was hast du? Ich erwähnte schon, dass der Kristall weggesperrt wurde, nicht? Ja? Sie lassen wirklich niemanden mehr ran an das Ding. Sogar der Kaiser wurde bereits abgewiesen. Die Laborratten behaupten zwar steif und fest, dass dies alles zum Schutze des Kristalls geschehen würde, aber ich glaube, dass es eher umgekehrt ist. Der Kanzler fürchtet, der Kristall könne den Siechern und MI schaden. Mittlerweile habe ich keine andere Erklärung mehr dafür. Was, sogar der Kaiser wurde abgewiesen? Wer hat bitte der Kaiser dort nicht reingelassen? Echt der jeder lass, Mann, der hat da das Sagen. Wenn der sieht, die will in den fucking Kristallraum, dann landen völlig stehen. Oder hat denn der Kanzler abgewiesen? Das könnte natürlich auch sein, gell? Pergola, Iegoionis, irgendwas. Das ist alles nur Scheißdreck, das braucht keinen Schwanz. 50 Supertränke nicht dabei, das wird wohl lange eine Weile. Gibt es einen Waffenlader oder so? Waffenlader. Eine Erzfähre. Da ist ein Waffenlader, wie cool. Comiatus Armorum, Waffenhändler. Blutsauger, das haben wir schon. Donnerkeller, Moser, Drachenanze, das haben wir noch alles so. Ah, wieso bieten die nichts Neues an? Das sind immer nur, das ist immer nur das alte gleiche Scheißzeug. Jeder bietet den gleichen Scheiß an. Warte mal, wenn jetzt. Huch. Wir haben den Prompter nochmal dabei. Der hat doch jetzt. Oh, wir haben den Bio. Wir haben. Oh, er hat den Perforator dabei, den kann ich gar nicht mitnehmen, weil er den jetzt hat, der Bohrer. Okay, ist doch realistisch, jetzt habe ich schon gemeint, wenn vielleicht das Zeug kriegt von ihm. Prinz Noctis! Ja? Prinz Noctis, habt ihr euch auch auf die Hochzeit mit Luna Freya gefreut? Na, haben wir nicht. Die Prinzessin sah aus als vor Freude, als sie das Kleid sah. Sie lachte und weinte zur gleichen Zeit. Sie liebte euch wirklich, über alles. Mir wurscht. Ja, wirklich? Das freut mich. Als der König erfuhr, dass sein Sohn vom Kristall erwählt war, beweinte er ihn. Doch ihre Mienen erhellten sich in Tenebrae. Die des Vaters wie die des einsamen Sohns. Sie besitzt eine Gabe, die ihre Bestimmung übersteigt. Ich fürchte, da irrt ihr euch. Ich habe keine besonderen Kräfte. Stimmt. Aber. Nix aber. Als ich von der Hochzeit hörte, war ich überaus froh. So hätte ich Noctis vielleicht noch einmal treffen können. Und wäre es nur für einen Augenblick gewesen. Etwas in mir war über alle Maßen glücklich darüber. Interessiert niemand. All meine Kräfte will ich einsetzen, um Noctis bei seiner Aufgabe zu helfen. Hi, so das. Sie war immer
besorgt, euch eine Last zu sein. Ja, ist sie auch. Sie aber nicht, oder? Natürlich. Nein, niemals. Lüg kein Scheiß daher. Natürlich war sie eine Last. Ja, voll nervig. Schon einfach der Film an, dann wissen davon, was sie redet. Kosmogonie. Der Ring der Luzis. Bevor die sechs zurück in ihren Schlummer fielen, hinterließen sie den Menschen einen Ring mit magischen Kräften. Nur der Würdigste wäre in der Lage, ihn zu tragen, hieß es. Und so wurde der Ring mit den Jahren zum Zeichen der Könige. Sein Albtraum sein wirklich. Das ist das Ende der Welt. Wie schrecklich. Hey, ganz ehrlich, ihr meint's doch eh nochmal lang. Was macht euch eigentlich Sorge? Ich habe die Rede von Prinzessin Luna verstanden. Ah, schon wieder Luna. Halt die Stauze, geh weg. Veranstaltungsort sollte eigentlich die Hochzeit stattfinden. Was sie wohl in diesen Momenten gefühlt hat. Ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Ah, Luna. Alle reden immer von der Kur. Du nicht, oder? Bix, bist mein Kumpel. Wir sind dabei, die beschädigten Waggons auszutauschen. Voll gut. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr weiterfahren wollt, okay? Wenn ihr euch ausruhen wollt, nehmt den Speisewagen. Nehmt den Speisewagen. Ich will den Speisewagen. Speisewagen. Wo ist der Speisewagen? Hey, was für Höcker du für ein guter Stoff? Es heißt, das Imperium wolle Prinz Ravus für seinen Verrat mit dem Tod bestrafen. Der Angriff auf den Palast sollte vor dem Hintergrund wohl ein Warnschuss sein. Aha. Gib nicht auf. Sicher ist sie noch am Leben. Aber woher willst du das denn wissen? Ich konnte mich nie bei ihr bedanken. Bete zu ihr. Sie wird dich hören. Ich frag nochmal, ob jemand was von ihr gehört hat. Ich nicht. Okay, ich komme mit. Tut sie gar nicht. Sie blieben einfach da hocken. Da ist der Speisewagen. Wie komme ich da rein? Speisewagen. Da ist zu. Speisewagen. Da ist auch zu. Hä? Da, Speisewagen. Radio. So ist das also. Sie haben also herausgefunden, dass die Nächte schon vor einiger Zeit begonnen haben, länger zu werden, richtig? Richtig. Die Verlängerungen betrugen aber nur wenige Sekunden täglich. So etwas bemerkt man nicht. Erst seitdem es viele Stunden früher dunkel wird, haben die Leute damit begonnen, sich darüber zu wundern. Jetzt nimmt das Tageslicht mehr als 30 Minuten täglich ab. Bald kriegen wir die Sonne gar nicht mehr zu Gesicht. Gut, ich sehe krebsfördernd. Voll chillige Lounge, Kollege. Ein Glas Milch bitte, ohne Eis. Willkommen. Was darf sein? Oh, da gibt's doch ein Bett. Gern, hier ist die Karte. EP Maximum plus 100, plus 500. Dinnerplatte, da ist ja nichts drauf, man. Ein paar Erbsle, Ketchup und 4 Chicken Nuggets. Und eine Kartoffel. Man sieht sich. Oder auch nicht. Die Speisekarte lässt gewaltig zu wünschen übrig. Und wahrscheinlich kostet es nur 15 Euro das Menü oder so. Halt immer einen Gill. Dahinter gibt's ein Bett. Der Boden ist frisch poliert, wie es ausschaut. Unterkunft. EP mal 1,1. Bahnhofshotel Tenebrae. Mit der mal interessieren, wie das funktioniert mit Umbra. Ins Luzis der Vergangenheit reisen. Oh, wir können sogar nach Altissia zurück. Probieren wir das einmal los. Möchte mal wissen, wie das noch funktioniert. Bin ich denn wieder in Cap KM oder wo? Müsste eigentlich. Das heißt, ich kann die ganze Sidequest und das ganze Zeug, was da noch offen ist, das kann ich eigentlich alles während der eigentlichen Story noch machen. Das finde ich voll praktisch, die Funktion.
Der Ladebildschirm ist viel zu lang. Der Ladebildschirm ist viel zu lang. Ignis Leidenschaft ist das Kochen. Fast alle Mahlzeiten beim Campen werden von Noctis Berater zubereitet. Je mehr er kocht, desto besser wird seine Kochfertigkeit. Nur blöd, dass er blind ist. Oh, wir sind tatsächlich in Kap Kaim. Oh, das ist ja cool. Sieht? Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? Im Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Beben in letzter Zeit? In Lied? Der Glaube versetzt Berge nach Hammerhead begeben. Pflanzen wir dann ein paar Kerötle. Schau dir das Feld morgen wieder an. Ist das jetzt eigentlich da, den Hammerhead? Licht an! Ja. Licht an. Wo ist der Regalia? Parkplatz, Hammerhead. War 6 Minuten, da wird die Fahrt zu. Da ist der Ladebildschirm so gern schneller. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Stimpft. Kommt, lasst uns shoppen. Auf geht's. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Ist der immer noch nicht fertig? 2-3 Wochen unterwegs oder so? Sydney. Beim Langvite bebt es in letzter Zeit ständig. Dave ist auch schon vor Ort, um sich die Lage anzusehen. Erdbeben gab's hier in der Gegend bisher eigentlich noch nie. Die Leute sind ziemlich beunruhigt. Und mir wird auch unwohl, wenn der Boden wackelt, während ich gerade unterm Auto liege. Sprecht am besten mal mit Dave. Dave. Wo ist Dave? Nebenaufgabe. Dave. Da kann ja nichts anstellen, das kann ich sie. Oder? Really? Ah, da drunter ist er. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, was es geht.
Ich glaube, ich weiß nicht, was das geht. Der Glaube versetzt Berge, natürlich. Was, Parkplatz? Ja, das kann ich wohl lassen. Davy! Ihr seid hier, um die Erdbeben zu untersuchen? Ausgezeichnet. Die Sache ist ziemlich brisant. Wir Jäger versuchen auch schon herauszufinden, was dahinter steckt. Da fällt mir ein, kennt ihr zufällig Dino vom Galinkai? Er hat sich ebenfalls umgesehen und das Epizentrum ausfindig gemacht. Am besten fragt ihr ihn mal, was er weiß. Der ist wieder. Das Spiel besteht aus 80% Ladebildschirmen. Das ist schon hart nervig. Was? 11 von maximal 14 Freunden? Das sind noch lange nicht alle, du. Na, hätte ich mir ja denken können, dass ich euch hier treffe. Ihr seid schließlich immer da, wo was los ist. Habe ich recht? Dino soll der Sache auch auf den Grund gehen, habe ich gehört. Mir wäre das ja zu gefährlich. Aber die Leute interessiert's. Um den Langvite ranken sich alle möglichen Sagen. Das ist der Stoff, aus dem eine gute Story ist. Gut für die Auflage ist's allemal. Hey, wie geht's? Seid ihr Jungs etwa auch hier, um was über die Beben herauszufinden? Ich bin durch die alten Archive gegangen. Bla bla bla. Jo, sit. Wackelei stell ich mal die Wackelei. Meine lieben Chocobo-Freunde, ich habe gehört, dass ihr die Erdbeben untersucht. Ich danke euch im Namen meiner Chocobos. Sie sind schon ganz schreckhaft geworden. Viele liebe Chocobo-Grüße in euer Whis. Wieso ist deine... Okay. Prinz Noctis, ihr untersucht doch die Erdbeben, oder? Ich war auch nicht faul. Ich habe in Opas Notizbuch nachgeschaut. Da stand, dass man sich über den Langvite eine beliebte Geschichte erzählt. Dabei hat Opa mit Märchen sonst gar nichts am Hut. Die Geschichte selbst hat Opa nicht aufgeschrieben. Nur das Bild einer Schildkröte war da noch. Komisch. Ich hab's gewusst. Das Bild einer Schildkröte. Als ich von den Erdbeben gehört habe, bin ich sofort hergekommen. Insomnia ist schließlich ganz in der Nähe. In Jareds Notizbuch haben wir einen interessanten Hinweis dazu gefunden. Der Mann wusste wirklich alles. Angeblich wacht der Langvite alle paar Jahrhunderte mal auf. Ich konnte es auch kaum glauben, aber das könnte eine Erklärung für die Beben sein. Sag mir jetzt nicht, dass der Langvite in Wirklichkeit eine Schildkröte ist, in der Größe von einem fucking Berg. Genau das Richtige für einen Hai. Oh, du bist der Profijäger. Bei unserem Kraft. Bla bla bla. Das würde bedeuten, dass Adamantheimer jetzt endlich erwacht ist. Ich fürchte, sie haben mich erkannt. Ich bin heute zum Sammeln von Informationen hier. Ach so, nimmt man das Hütsteig. Ich unterwegs auch noch ein paar Zutaten zu kaufen. Aber die Lage scheint ernst. Hoffentlich wirken sich die Erdbeben nicht auf das Meer aus. Wenn die Fischer nicht ausfahren, womit soll ich dann kochen? So, so, Informationen beschaffen, nennt man das Hütsteig. Interessant. Ah, der Prinz und sein Gefolge. Diese Kriegerin aus Insomnia. Monika ist ihr Name. Sie ist am Langvite, um mehr herauszufinden. Fragt sie einfach. Mit Monika reden. Dave, gang aus dem Werk. Ufre, jawohl. Wir waren gerade vollgestopft mit Looter Items. Ja, das ist der Adamantheimer. Oder der Adamantheus. Ich miete jetzt noch einen Chocobo für 2 Tage, weil. Liebst du da, blödes Viech? Das war der falsche. Wir porten ist das sowieso bald wieder zurück, glaube ich mal. Also dann. Die.
Gehen wir. Abmarsch. Viel besser. Tolles Wetter heute. Ja, das stimmt. The Chase, Final Fantasy 7. Flucht aus Midgar. Denkt an, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Imperiales Dropship. Charge! Oh yeah! Wie geil! Was war das denn? Aua! Oh! Die Viecher gehen voll ab! Hey! Lass den Quatsch! War keine Absicht! Probleme? Mach dir um mich keine Sorgen. Bam! Der war geil, mach das nochmal. Du, die Druckquelle am Boden ist Hammer. Aua, der hat mir Luft geschnappt. Okay, das tut ihm nichts. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Los, Kleiner. Bis dann! Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Was, schon wieder? Euer Hoheit, Dustin und ich haben mehr über die Ursache der Erdbeben herausgefunden. Wir sind uns sicher, die Adamantaimai, eine Schildkröte aus alten Legenden, muss erwacht sein. Wir können uns nicht weiter nähern, es ist zu gefährlich. Aber vermutlich lasst ihr euch nicht davon abhalten. Stimmt. Die Mucke passt einfach voll gut dazu. Obacht! Wow, was ist denn das? Wie? Eine Schildkröte! Gigantisch! Da ist es immer noch nicht recht. Nimm das! Oh yeah, Krieg! Ah, 3000 Damage. Wo soll das denn go? So ein Schwachpunkt. Das tut voll viel. Ja.
Chocobo! Bleibst du da? Er haut auch nicht mehr ab. Ja, nicht, der Blöd. Hey, Nacht, bist du von Sinnen? Nacht, sag mal, geht's dir noch gut? Für Kämpfen? Großartig. Hey, Berg wollte ich schon immer mal kämpfen. Ich glaub, den Böse nicht. Mein Abhauer. Jetzt hier der Timer erst. Ich war gerade so geflasht von dem Fight. Das will gleich hier wetten. Oh, 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 was ist das? Jetzt kriegst du aufs Maul. Was? Die Adamant Taimai ist so alt wie die Welt. Sie ist kein Gegner, mit dem ein Mensch sich messen sollte. Was? Zumindest heute war sie es nicht. Was? Das ist... Zauberhaft! Was?